In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe von VCDS die Freisprecheinrichtung in einem VW Touareg 7P freischalten können. Zudem erklären wir, wie man den Entwicklermodus, auch bekannt als Green Menü, aktiviert. Nach der Nachrüstung der Freisprechanlage kann es vorkommen, dass die Meldung „Funktion wird nicht unterstützt“ erscheint und Bluetooth nicht aktiviert werden kann. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das beheben. Der Entwicklermodus ist bei einigen Fahrzeugen standardmäßig deaktiviert und kann nur über das Steuergerät aktiviert werden. Dies lässt sich problemlos mit VCDS durchführen. Verbinden Sie ein VCDS-Interface mit dem Fahrzeug. Führen Sie einen Autoscan durch und speichern Sie diesen. Wechseln Sie in das Steuergerät der Informationselektronik. Aktivieren Sie den Entwicklungstestmodus, um Zugriff auf das Green-Menü zu erhalten. Nachdem der Entwicklermodus freigeschaltet wurde, können Sie diesen wie folgt aktivieren. Halten Sie die Tasten K und Setup gleichzeitig gedrückt, bis das Green-Menü erscheint. Achtung, in diesem Menü sollten keine Änderungen vorgenommen werden, wenn das mögliche Resultat nicht bekannt ist. Nun aktivieren wir die Freisprechanlage über das Green-Menü. Navigieren Sie zu Diagnose, Settings, Tail-Settings und aktivieren Sie das Hands-Free-Profil. Aktivieren Sie zudem die Bluetooth-Option. Die Freisprechanlage ist nun aktiv. Um Bluetooth Audio für Musik zu nutzen, gehen Sie zurück ins Menü. Navigieren Sie zu Settings, AMI AUX. Sie sehen, dass der AMI-Steckverbinder aktiv ist, Bluetooth AMI aber deaktiviert wurde. Aktivieren Sie Bluetooth AMI. Um alle Einstellungen zu übernehmen, muss das System neu gestartet werden. Drücken Sie nacheinander die Tasten Phone, Climate, Zentralbutton, Nav, Traffic, bis der Bildschirm ausgeht. Nach dem Neustart erscheint der Welcome Screen. Testen Sie die Freisprecheinrichtung, indem Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Fahrzeug koppeln und prüfen, ob Anrufe funktionieren. Überprüfen Sie das Bluetooth Audio, indem Sie Musik via Bluetooth streamen und testen, ob die Verbindung stabil ist. Das war's. Falls euch das Video geholfen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Anleitungen zu verpassen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.